Das ist Luther von Hotzi, wa? Sag mal, jetzt voll Daumen hoch gezeigt, was hast du da gedacht, das wird weg? So, ja. Jetzt im Arschloch drüber. Soll ich jetzt die Dose mitnehmen oder nicht? Ja, bitte. Bis gleich. Oh. Liv Cruzy Young Ulrich Matchup. Der Jennings Prenzlberger? Der Jennings Prenzlberger? Der Lilste Fuß? Und Maxi geht direkt rein. Der hat direkt Bock. Das. Ich achte jetzt die ganze Zeit drauf, ob ich das mal sehe, dieses Tech-Chasen. Das passiert im Matchup nicht jetzt schon öfters. Wir können schreien, wenn es passiert. Ja, halt, aber in dem Matchup fand ich nicht so passieren. Ja, wenn halt ein Rap fehlt, glaube ich. Weil es wurde mir gerade erklärt und seitdem bin ich... Ich mache halt hier auch keinen. Ja. Ich mach so ein, zwei Mal. Okay. Bei Sheik sieht man es ziemlich oft. Das ist halt, ich bin keiner Sheik. Ja. Yeah. Wo ist Kevin? Es gibt halt so quasi zwei verschiedene Arten von Tech-Chasen. Einmal so Setups, wo es dann so eine halbe Minute lang so geht quasi. Ja. Und dann aber auch einfach mal zwischendurch so innerhalb des Gameplays. Wenn man halt die Combo nicht mal getroffen hat, also die letzten fünf Combo und dann halt auf dem Boden so. Verstehe. Das zweite, das sind dann eher so Einzelsituationen. Ja. Und die passieren schon. Oh mein Gott. Susi geht ab. Dennis lässt es aber jetzt auch nicht einfach so unwidersprochen so stehen. Gerade jetzt lässt er ihm nicht so viel, muss man sagen. Und das war's mit dem Stocklied für den kleinsten Fuß. Fuß? Oh mein Gott! Das war heiß, das war weh. Eine andere Art von Schein, Abi. Spam das Taxi to help out Maxi. Wollen wir das go? Am besten nur mal so laut reden, dass Maxi das hört und richtig angepasst ist. Nein. Das habe ich einmal gemacht und mir selber nie wieder verziehen. Maxi hingegen hat es mir sofort verziehen, aber ich mir nicht. Oh mein Gott. Das reicht ja schon. Und da steht 1-0 für Lil Fuß. Besser als letztes Mal. Letztes Mal war ein Statistical Outlier. Ich bin eigentlich schon Matches beim Blätter. Hast du schon Blätter-Ergebnisse? Nein. Das ist der Spaß. Ja. Mal die Element Downgrade Type 8. Sorry. Ich persönlich gucke immer sehr, sehr gerne Final Destination Fights, weil es mich sehr glücklich macht, dass sie da Platz haben und dass sie alle nicht so schnell fallen. Mich beruhigt das ein bisschen. Die Plattformen nerven mich sowieso die ganze Zeit. Ich finde Plattformen richtig geil. Denn es wurde so ein Chain Grab versucht, kam aber dann nicht. Also, oh, das war los. Oh, das war ein bisschen unnütz von Maxi an der Stelle. Aber hat eben nicht so viel geschadet. Dann hat es doch alles schön. Oh. Und da war timingmäßig Maxi ein bisschen vorne. Oh, das war ein Stock. Das hätte ich nicht gedacht, dass die schnell ist. Stock. Also nicht im Match schnell, aber mit wenigen Attacken. Allerdings, ja, mit den 119 wird das jetzt auch gewesen sein. Oh, sie sind gleich auf. Spam this boost to help if you love the fruits. Was? Spam this Fuß, ey. Das Fuß-Emoji? Fuß wäre noch sinnvoller. Das war ein Tech-Chase, glaube ich. Und das war ein Chain-Grab, oder? Das ist ein Chain-Grab. Guck, das ist jetzt ein... Yeah. So schön. Ja.
Heide, das, dort wo Maxi auf dem Boden war, das war ein Tech-Chase. Das war ein Tech-Chase? Ja. Also immer wenn der Gegner auf den Boden fällt und dann eine von diesen Optionen hat. Also er kann dann links, rechts, Mitte oder nichts machen. Oder angreifen. Ich habe es gerade erklärt und deswegen dachte ich, ich sehe es mal und ich habe es nicht sofort also gekannt. Also Peach kann es fast nie machen. Er kann so ein, zwei Optionen mal abdecken. Das war Lübsch. Warte mal, um den Unterschied zwischen Falk und Fox zu illustrieren. Ja. Du siehst ja, wie Dennis da rausgeht und versucht Maxi zu treffen. Ne? Ja. Mit Fox ist das halt schwer, weil er diesen einen den Moment einen Punkt, wo, genau, wo die Flammen echt sind, dann wird Dennis getroffen und stirbt dabei vielleicht. Und bei Falk gibt es das nicht. Das heißt, Peach kann einfach rausgehen und machen. Ja. Kann einfach alles machen. Aber bei Falco muss man aufpassen, wenn Falco die Sidekick trifft. Ja. Weil die geht ja nach unten. Das ist halt wie das. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Stein macht. Der schubst dich einfach nur weg. Haha, was ist das für eine von Seiten? Der, also, der blüht, dieser blaue. Ja, also bei Falco geht's nach oben. Also ist das eine. Welche Attacke ist das? Die Downbeat. Downbeat, genau. Und eigentlich ist das ja zum Reflektieren. Aber was Nintendo nicht wusste, als sie das Ding gemacht haben, ist, man kann draus schwingen. Und dann kannst du draus Wave Dash machen. Oh, 2-0. Und dann kannst du noch einen machen. Das heißt, sowas wie Peach kannst du einfach so flip, flip, flip und weiter. Ah. Und theoretisch, wenn du das richtig gut kannst, kannst du das hinten, einmal die Stage runter und dann einmal hinter den Gegner rennen, da nochmal und dann rückwärts machen. Okay. Das ist richtig schwer. Aber so theoretisch kannst du damit halt Infinite. Aber nur gegen Charaktere, die davon nicht umgeschmissen werden. Und, wer, also, und Peach zum Beispiel? Peach wird nicht umgeschmissen, Sheik wird nicht umgeschmissen, Falcon wird nicht umgeschmissen, aber Fox und Falco schon. Zum Beispiel. Marth wird witzigerweise in der Originalversion, die wir spielen, wird hingeschmissen. Aber in der alten, also in der europäischen Version, die wir ursprünglich gespielt haben in Europa, da wird er nicht umgeschmissen. Weil es so einen winzigen kleinen Unterschied gibt. Ich vermisse die europäische Version. Nicht mehr, weil die Amis die spielen und die Amis die wichtigen sind. Ja, ich auch. Ich finde es kacke. Gucke, das war. Scheinen zu scheinen zu scheinen zu scheinen. Man kann da was machen, wenn du getroffen bist, kannst du mal so einen ganz kleinen Blick in eine Richtung machen und das ändert deine Trajektorie so ein bisschen. Ja. Was Dennis macht, er macht immer rein und das macht es Maxi halt ein bisschen einfacher im Moment. Aber wenn du es rausmachen wirst, so abwechseln, dann kann das sein, dass er halt verkackt und nicht in der richtigen Stelle steht. Verstehe. Gut. Hier ist ja eigentlich 2-0. Okay. Mein Letter ist. Ja, siehst du genau. Er hat jetzt da reingemacht und hat sich geklappt. Mann. So gut gespaced. Da war es egal. Da war die Flamme egal. Das hat der kleine Fuß aber Bock. Ja, jetzt ist Dennis ein bisschen gierig. Also ein bisschen den Maxi in die Waschmaschine schicken. Ein bisschen gierig ist ja okay. Man kann die Fox ist ein bisschen gierig, manchmal ist der gefährlich. Weil Fox kann nicht halt sofort töten. Aber das ist halt generell bei YouTube. Oh, was? Was war das denn für eine Hitbox? Ist eigentlich die Side-Smash immer anders bei Hitbox-mäßig bei Peach? Was ist das? Die immer anders ist? Ja, da sind ja immer andere. Ja, sie hat einen Tennisschläger, einen Golfschläger. Was hat sie noch? Baseball nicht. Nee, Baseball hat sie nicht. Eine Bratpfanne, glaube ich. Eine Bratpfanne, stimmt. Die Bratpfanne ist die stärkste, die schickt nach oben, glaube ich. Ui. Das ist so. Die Results machst du, oder? Der Tennisschläger steht am weitesten natürlich. Ja. Und der Golfschläger? Der ist, glaube ich, normal. Der macht nicht so. Der 2-1. Das ist ein normaler Schlag. Oh, du hast gegen Marley gewonnen. Was passiert? Achso, hast du Samus mal wieder gespielt? Nice. Ja, ich hab Kopf verloren. Verdammt. Deine schnelle Biester. Sag das Dennis immer. Nein, das sag ich nicht. Ich hab früher bei den Reinigten noch versucht zu spielen. Das sind keine schnelle Biester, das stimmt. Der einzige Grund, warum Dome gegen mich gewonnen hat, gerade, weil er so klein und schnell ist. Du hast sehr gut angefangen. Was? Das war ein Reverse, ne? Ja, weil er dann halt irgendwann einfach so wegrennen kann, die ganze Zeit. Und dann kann man mit Falk irgendwie gar nicht mehr so, also das sind diese Kacke so. And now he would. Das ist cool, das rennt einfach nur noch weg. So, ah, okay, cool. Ich dachte, wir spielen hier.
Oh! Oh, Dragon! Oh, let's go! Ah, das war fast ein Comeback von Max. Ich hab den Moonwalk links gebrannt. Ja. Generell immer diese, wenn beide wechseln, fliegen. Happy Letters. Go to the. Yeah, to the. They were. No, they were 0-2, right? It's 2-1. They were 0-2? No, it's 2-1. Yeah, Ace muss noch callen, deswegen. So, Ace, you're sleeping. Yeah. You must call this. Ich habe halt gemacht, dass man nicht sehen kann, wer der Opponent ist bei Ladder. So lange bis bei der Decepticon. Die Das war das einzige Alkoholfrei, was sie haben gesagt. War das das einzige Alkoholfrei, was sie haben? Die hätten eigentlich noch was machen. Das ist auch eine Sache, die Fox hasse übrigens. Kannst du irgendwas machen und leicht verkacken, weil er kriegt da so ein Killset da draus. Das ist so gut. Ja, das ist so krass. Das war gut. Das war einfach sehr gut. Konat, das ist Konati Story? Ah, das scheint kein. Das war der Tennisspieler. Der schickt sehr weit weg. Ja. Oh! What? Oh. Das ist der Level. Die Wolke kam jetzt hier. Das war es jetzt aber sehr große Niederlage. Und das ist halt auf der Plattform auch schwierig. Auf der Stage. Weil er kann auch immer aus allem kriegt er den. Aus wirklich allem so. Der Gegner macht Fehler, er kriegt den. Du wirst von der AP getroffen, du kriegst den. Side-V, kriegst den. Schein, Abwehr. Näher, Abwehr. Alles Lidl für alles. Ja. Cool. Und. Aber ein Stop aber das kann nicht sterben. Shiny! Oh! Oh, Abwehr. Schlimm. 3-1 für Lil. Schlimm. Mann. Wir haben gerade gespielt. Paule, seid ihr fertig da? Ah, wie ist es ausgesagt? 13 für Geldmann. Geht direkt weiter. Geldmann. Fusi gegen Geldmann.